vorerst, im Normalfall wird das hier alles auf den Kopf gestellt. Willkommen zurück zum Lalaland! Jaja, wir wollen in eine Achterbahn. Wir wollen zwei Achterbahnen. Und ein Feuerwerk. Wir wollen Themenparks. Let's begin! Also, vorerst, im Normalfall wird das hier alles auf den Kopf gestellt. Von mir architektonisch, was nicht ganz billig ist. In dem Fall machen wir das mal nicht, weil es schnell gehen soll und das Lalaland extrem viel Zeit braucht. Nur ein paar Attraktionen werden von mir wirklich gelöscht. Das heißt, die Attraktionen halt Gebäude. Ja gut, das hier lassen wir jetzt mal. Das passt dann schon. Da unten drunter sind irgendwelche coolen Sachen, wie zum Beispiel hier Getränke oder so. Die darf ich dann alles erstmal anpassen. So. Oh Mann. Eins. Lol. Hier kostet die Limonadendose nicht mal 1,5, also nicht mehr 80, sondern tatsächlich noch 1,20. Wie früher auch. Ist ja cool. Hier unten sind noch Scherzshirts oder Streifenshirts. Streifenshirts sind es hier. So. Schwindelerregende Höhen hat einen Eintrittspreis von 2,50 Euro. Das passt. Hier unten sind dann nochmal Propellermützen. Die kosten 2,50 Euro. Ballons, die kosten standardmäßig 1 Euro. Ja, und ich glaube, mehr Sachen haben wir nicht. Okay, gut. Na denn, let's build the Achterbahnen. Zuerst mal Flucht vom Planet Erde. Was ist hier gerade los? Normalerweise müsste das ja normal so hingehen. Also Flucht von Planet Erde ist die Bahn 1. Die kommt dann auch in den Sky-Fi-Themenpark. Den wir noch brauchen. Der kommt dann hier so hin. Oh yeah. Das wird dann gleich mit eingebracht in mit Sky-Fi, wenn denn. Warte mal, wo ist die Wand mit Tür? So, hier eine Wand mit Portal. Hier Wände mit Fenstern. Jetzt geht es hier aber nur noch vor mit normalen Wänden. Wir brauchen nämlich Science-Fiction-Themenpark, haben wir ja gesehen. Deswegen machen wir das hier einfach mal. Das reicht nämlich tatsächlich schon. Das ist das Lustige dran. Man muss sich in diesem Park einfach eigentlich null Mühe geben. Das ist dann schon das, was eigentlich schon die große Frechheit diesem Parks ist. So, wir haben hier nämlich schon das Raumschiff. Das ist wichtig. Dann machen wir noch eine zweite Achterbahn, die ebenfalls über 5 kommt. Dann nehmen wir unsere Feuerfalle. Genau, dann nehmen wir immer unsere Feuerfalle. Klatschen die dann hier hinten hin.
Alles klar. Diesen Weg muss ja keiner verstehen. Warte mal, ich muss hier eigentlich mehr oder weniger rüber. Wow. Alles klar. So. Schreibe hier mit einer anderen Kasse 5 Euro. Dann passt das auch. Nächster Schritt. Feuerfalle, Flucht vom Planet Erde. So, lala. Das passt dann schon. Dann. Fängt es dann hier schon mal langsam auch an sich in Richtung. Oh fuck. Wieder da der Klassiker. Titan Bright. Können wir auch noch umstellen. Titan Bright. Und das ist dann hier ein Duis, das schwerelos Trampolin. Okay, per. Perfekt. Sind noch ein Kettenkarussell. Gut, das ist dann jetzt alles dann doch wieder themengebietsmäßiges Standardgedöns. Das kommt einfach hier so hin. Wir haben keine Darlehen, das ist das Coole dran. Wir haben quasi einfach nur das Geld, das wir gerade schon da hatten. Und müssen damit jetzt quasi über die Runden kommen. Und ich stelle fest, dass ich natürlich nicht dran gedacht habe, noch mein Personal einzustellen. Oh yeah. Nice. Jetzt brauchen wir einfach nur noch Geld. Oh man, das kostet ja 100, ne? So. 50. Kostet hier 100 Euro. Komm schon, schaffen wir. Dankeschön. Und jetzt regnet es auch noch. Ist ja ätzend. Naja. Da brauchen wir noch einen Themenbereich Abenteuer. Das wird etwas schwieriger werden. Obwohl. Ach nee, ich habe nur den großen Palast gespeichert, ne? Muss ich mal schauen, wie viel der kostet. Weil dann bauen wir den nämlich auch noch. Passt das? Straßenbahnen. Ja, Straßenbahnen wären auch cool. Aber ich kenne nur ein Szenario, in das Straßenbahnen so richtig reinpassen. Und das sehen wir dann aber erst noch, weil es ist in Soaked. Es wäre quasi das gewesen, wo wir mit anfangen. Und bei mir klingelt das Telefon. Gleich wieder da.
So, bin ich wieder. Hat sich anscheinend nicht so viel geändert. Eine lose Mechaniker, ich brauche wieder die Reinigungskraft. Du kommst hier hin und deine Aufgaben beschränken sich nicht auf Blumen gießen. Obwohl, hier sind eh keine Blumen, die man gießen müsste. Was haben wir denn? Okay, sehr gut. VIP verlässt das Park. Optimal herrscht. Die Leute haben irgendwie Probleme, die Bahn hier zu verlassen. Keine Ahnung, warum das so ist. Muss anscheinend einmal kaputt gehen dafür. Kommt am 27. August. Nee, der ist schon da. Oh. Na gut. Mixmaster Show. Oder laden wir mal eine? Oh Gott, ist das Ding riesig. Die verbraucht ja voll viel Platz. Ja, wo stellen wir die denn mal hin? Hier hinten dann? Ja, passt schon. So. Dann sollten wir dann hier auch das Beiwerk dann hier auch sehen können. Das wäre dann schon genug eigentlich. Dann könnten wir uns eigentlich auch schon bald mal um den hier kümmern. Boah, was ist denn hier los gerade? Wow! Geil! Oh, sieht schon nice aus. Dagegen ist ja meine Mixmaster Show schon ziemlich kacke. Alles klar. Gut. Forschung. Oh, nee, nichts. Forschung habe ich noch gar nicht eingestellt, ich Idiot. Ne? Kriegen wir auch mal hoch. Wir haben ja Geld. Oh Gott, ist die teuer! Ey, fuck, Alter. Okay, gut. Übrigens, wir löschen dir das Ding hier natürlich sofort wieder, wenn er weg ist. Kann ja schon mal vorbereiten, dass wir hier nur einen kleinen Waschen, der diese Mixmaster Show betrachten will. Ich putze mir mal kurz die Nase. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Tschüss. Ja. Gut. Danke, das passt. Das waren genug Vorstellungen. So, jetzt kann ich mich schon mal eher darum kümmern, die Themenparks anzufangen. Wieso nicht schon wieder? Ich glaube, er hat... Er kotzt gleich.
Oh mein Gott. Der fährt die ganze Zeit nur diese Bahn, ey. Der Kerl ist ja Weltklasse. Was geht bei dem ab? Hat der jetzt gerade hingekotzt? Oh cool, jetzt sind beide VIPs da. Sehr gut, das Planetarium. Das gönnen wir uns mal. Klatschen das auch hier hinten hin. Denn wir arbeiten ja an einem Science Fiction Themenpark. Oh yeah. Und da muss man jetzt natürlich auch mal so ein paar lustige Sachen hier hinpflanzen. Ich glaube, die haben beide jetzt keine so nicht große Lust mehr. Da haben wir noch den großen Palastpunkt dat. Dann müssen wir das auch noch irgendwo hinklatschen. Oh fuck, Alter, ist der teuer. Okay, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Können wir uns eh nicht leisten. Wir sind zufrieden. Auf wen warten noch? Auf den Achterbahnen-Heini. Okay. Mann, warum habe ich mir nicht den kleinen eingespeichert hier? Das rächt sich jetzt. So. Eine große Geldmenge. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir mehrere Attraktionen brauchen, die wir ganz dringend brauchen. Oh ja. Geil. Ich muss jetzt hier ganz schnell irgendwie was Abenteuerliches hinbauen.